herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Dalamo. Cool, dass ihr wieder reingeschaut habt. In meinem heutigen Video mache ich mal wieder für euch ein Unboxing. Und zwar habe ich mir das Amazon Echo Plus jetzt zugelegt. Und zwar der Grund dafür ist erstmal vorweg gesagt, ich habe gehört, beziehungsweise auch in einigen Videos gesehen, dass der Sound um einiges besser sein sollte als das Amazon Echo Gerät der ersten Generation, also des normalen Geräts, nicht des mit Stoffbezug. Und auch die Farbe ist unterschiedlich. Jetzt besitze ich mittlerweile 7 Amazon Echo Geräte inklusive dem Show, dem Dot, 4 von den normalen und 1 der zweiten Generation, aber ein zweites der zweiten Generation in einer anderen Farbe folgt in den nächsten Tagen. So, da würde ich sagen, fange ich gleich mal an mit dem Unboxing. Dazu schauen wir uns erstmal die Verpackung an. Wie immer bei Amazon, brauche ich jetzt gar nicht eigentlich großartig erwähnen, wie in meinen vorherigen Unboxings auch. Sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr schön. Man merkt auch hier die leichte Haptik, wie das hier eingeprägt wurde, beziehungsweise eingestanzt in die Pappe. Kann man jetzt leider in der Kamera schlecht erkennen, aber ihr könnt mir ruhig glauben. So, dann sehen wir hier erstmal, wie immer, bei den Amazon Echo Geräten ein paar Tipps, beziehungsweise Anregungen, die man gleich, wenn man sich jetzt nicht damit auskennt, dem Gerät zuwerfen kann, beziehungsweise zurufen kann. Und ja, hier wie gesagt sehen wir das Gerät in der Farbe Silber. Ich bin gespannt, wie es in echt ausschaut. Ich habe es in echt noch nicht gesehen. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse habe ich jetzt so gut eingestellt, dass ihr das auch sehr gut erkennen könnt. Dann seht ihr hier natürlich, was es unterstützt. Zigbee, Bluetooth und WLAN, beziehungsweise Wi-Fi. Hier seht ihr natürlich die Beschreibung. Ihr könnt gerne auf Pause drücken und ich euch in ganzen Ruhe durchlesen. Dann hier nochmal die Dinge, die es unterstützt. Amazon Music, Spotify, die wichtigsten Dinge. NetAtmo, habe ich auch ein paar Sachen. Wetterstation und so weiter. Chefkoch.de, habe ich auch schon ein Video auf meinem Kanal gemacht. Mit dem Amazon Echo Show. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn ihr möchtet. Hier ist der Lieferumfang. Also Netzteil und das Amazon Echo Gerät. Und erstmal nochmal kurz zu dem Punkt Spotify. Ich mache demnächst ein Video, da Amazon es endlich zugelassen hat, dass Spotify auch mit dem Multiroom-Modus sozusagen verfügbar ist. Was ich sehr, sehr cool finde. Ich habe jetzt in jedem Zimmer meines, in jedem Raum meiner Wohnung, beziehungsweise in jedem Zimmer meiner Wohnung, ein Amazon Echo-Gerät. Und wenn man eine kleine Party bei sich zu Hause veranstaltet und so weiter, dann ist es wirklich ein sehr, sehr cooler Modus, dieser Multiroom-Modus. Und wie gesagt, das Video folgt in den nächsten Tagen und da könnt ihr schon gespannt drauf sein. So, dann hier oben das Siegel und da möchte ich nicht mehr weiter schnacken und es gleich mal mit euch zusammen öffnen. So, dazu brechen wir erstmal dieses Siegel hier. Einmal, auf der Unterseite auch nochmal und zweimal. So, dann erstmal den Slider nach oben. Den können wir erstmal zur Seite legen. Da kommt uns hier schon eine schöne schwarze Box entgegen. Oh, hier ist nochmal ein Siegel. Safety first, würde ich sagen. So. Jetzt bin ich schon wirklich gespannt auf die Farbe, wie sie in Wirklichkeit wirkt, ob sie ähnlich wirkt wie auf der Verpackung oder nicht. Aber das sehen wir jetzt gleich. Tada! Da ist das Teil. So, es wirkt für mich jetzt eigentlich eher weiß, aber das Silberne ist abgebildet. Das ist sehr merkwürdig gerade, wie ich finde. Aber lass uns da mal nicht irren. So, das ist natürlich verpackt für die Ewigkeit. So, wie wir sehen. Sehen wir, dass das Gerät weiß ist. Das ist jetzt wirklich der Vorführeffekt. Ich werde das Video trotzdem hochladen. Aber ihr seht eindeutig, ist das Silberne abgebildet. Warum das Gerät jetzt innen weiß ist, weiß ich selber nicht. Ich werde es auf jeden Fall nach dem Video zurückschicken und mir natürlich das Silberne zuschicken lassen. Aber es sieht in erster Linie genauso aus wie das herkömmliche Amazon Echo. Hier ist noch ein Audio Out, also ein Audio Out, sage ich schon, ein Audio Out. Ein kleiner AUX-Ausgang, das das normale Amazon Echo nicht hat. Und ja, es ist sehr, sehr wertig natürlich, so wie alle Geräte von Amazon bisher.
Hier ist nochmal das Netzteil, wie gehabt. Und das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen mit dem Packungsinhalt, denke ich. Das ist reingeklebt, warum auch immer. Noch ein paar Anleitungen, die ersten Fragen, die man dem Gerät stellen kann. Und ja, das war es eigentlich, kurz und knapp. Wie gesagt, ich bin jetzt ein wenig enttäuscht, warum das Gerät weiß ist und nicht silber wie auf der Verpackung. Aber wie gesagt, darum werde ich mich kümmern und schnellstmöglich ein neues ordern. Beziehungsweise dieses Gerät reklamieren. So, ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht wie ich in dem Moment. Und wie gesagt, an der Stelle, ich werde das Video trotzdem hochladen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls das Silberne dann eintrifft, werde ich natürlich ein erneutes Unboxing machen und euch dann das silberne Gerät zeigen. An der Stelle wie immer würde ich mich freuen über den Daumen hoch, natürlich wenn ihr ein Abo da lasst, um weiterhin nichts zu verpassen und natürlich wenn ihr die Glocke abonnieren würdet, wäre sehr, sehr cool. So, dann sage ich mal wieder ciao und bis zum nächsten Mal.